Hallo und willkommen bei den Denkreisen. Ich dachte, ich mache diese Ausgabe über ein Lied, das heute gerade unter jungen Menschen nicht mehr sehr bekannt ist, doch unter keinen Umständen in Vergessenheit geraten sollte. Ich hatte nun ein wenig mehr über die Herkunft und die Umstände des Songs gelesen und wollte es somit gleich mal teilen. Die Rede ist von Strange Fruit, einem Protest-Blues-Song, der im Jahr 1939 von Billie Holiday öfter live gesungen und anschließend auch aufgenommen wurde. Am Anfang dieser Geschichte stehen die Worte von Abel Merpel, einem jüdischen Lehrer und Autor aus New York, der sie zuletzt als ein kurzes Gedicht unter dem Titel »Bittere Frucht« in einer Gewerkschaftszeitung publizierte. Hier zuerst eine Übersetzung der Verse ins Deutsche. Das ursprüngliche Reimschema ist der Paarreim, der hier allerdings in der Übersetzung verloren geht. Südliche Bäume tragen seltsame Früchte. Blut auf dem Laub und Blut auf den Wurzeln. Schwarze Körper, sie baumeln in südlicher Brise, seltsame Früchte hängen von den Pappeln. Eine ländliche Szene des noblen Südens. Herausquellende Augen und ein verzerrter Mund. Der Duft von Magnolien, süß und frisch, doch dann der Geruch von verbranntem Fleisch. Ein Ertrag an einem Kränennagen, an dem Regen sich sammelt und Wind streift. Der in der Sonne modert, um schließlich abzufallen. Welche seltsame und bittere Ernte. Das Thema des Gedichts ist weitgehend ohne jegliche Chiffre, die Juxtaposition einer ländlichen Szene und eines an einem Baum gehängten Schwarzen ist unmittelbar und unverschlüsselt. Es ist ein Song über das Lynchen. Unter Lynchen oder Lynching versteht man ein außergerichtliches Verfahren, bei dem eine Gruppe aus Menschen ihr Opfer fasst, verurteilt und im selben Zug bestraft oder exekutiert. Nicht jedes Lynchen galt als ein Todesurteil. Berühmt wurden ja publikumswirksame Lynchmethoden wie das Teeren und Federn, das meistens mit einem Fesseln des Opfers auf einem Baumstamm endete, der anschließend von einem Pferdegespann durch das Dorf gezogen wurde. Diese Formen der Selbstjustiz und der rigorosen sozialen Kontrolle wurden nicht unbedingt in den USA erfunden. Bereits Jahrhunderte zuvor gab es in Frankreich Bräuche wie das Charivari, oder das in Bayern jahrhundertelang praktizierte Haberfeldtreiben. Doch das Hängen jener, die sich nicht der sozialen Erwartung beugten, erscheint in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als ein düsteres Phänomen, das gerade mit den ersten Versuchen der afroamerikanischen Bevölkerung, ihre Kultur zu leben und ihre Rechte einzufordern, eskalierte. Der Schwarze war für diese Täter kein vollwertiger Mensch. Seine Aufgabe war es, auf dem Feld zu arbeiten. Will Durant hat mal gesagt, eine überragende Kultur kann nicht von außen her erobert werden, solange sie sich nicht von innen her selbst zerstört hat. Für xenophobe, rassistische Gesellschaften gilt dies umso mehr, da sie häufig auf den Fundamenten großer Zivilisationen stehen, deren Dogma nun endgültig beim Pöbel angekommen ist. Die Sklaverei ist der perfekte Brandbeschleuniger zur inneren Zerstörung einer Gesellschaft. Am Ende hat man eine gespaltene Bevölkerung, die aus jenen besteht, die sich im Alltag Sklaven leisten können, ungefähr wie jemand, der heute ein teures Auto hat und kostspielige Gartenmaschinen, und jene Leute, die selbst zu arm waren, um sich eigene Sklaven leisten zu können. Hier kann auch keine progressive Wirtschaft entstehen, denn warum soll ein Grundbesitzer Leute einstellen und bezahlen, wenn er gegen Minimalkosten für Nahrung einige hundert Sklaven aus Afrika ausbeuten kann? Und all jene Leute, also die weiße, häufig arbeitslose Unterschicht, das sind dann die hasserfüllten Rassisten, die losgehen und die Drecksarbeit der ängstlichen Mittelschicht ausüben. Jener Leute, die noch etwas zu verlieren haben, sehen dann jenen zu, die nichts mehr zu verlieren haben, bei ihren Gräueltaten. Man findet diesen Sachverhalt am Ende der großen Sklaverei-Ära des alten Roms. A.L. Morton schreibt über die Römer: Italien war ursprünglich ein Land der kleinen Landwirte und ihre Städte waren nicht mehr als Handelszentren, die sie mit all dem versorgt haben, das sie benötigt haben.
In der Zeit der punischen Kriege zwischen Rom und Karthago wurden diese Bauernhöfe aufgelöst und von großen Gutshöfen ersetzt, die von Scharen aus Sklaven bewirtschaftet wurden. Der italienische Landwirt wurde von seinem Feld vertrieben. Die Industrialisierung blieb so auf einem niedrigen Stand und fußte beinahe ausschließlich auf der Arbeit von Sklaven. Das führte zu einer überschnellen Entwicklung des Handels und Wucherkapitals ohne eine angemessene Wirtschaftsbasis. Das Ergebnis war die Ausbreitung eines Tagelöhnerproletariats mit Bürgerrechten, doch ohne einer gesicherten Lebensgrundlage. Das Ergebnis ist der Mob, der Pöbel als eine eigene Volksschicht. Chaos, das systematisch in die organisierte Kriminalität absorbiert wird. Und das ist, warum in den Sezessionskriegen der Süden zerschlagen werden musste. Denn weite Teile der Südstaatenbevölkerung konnten unter den gegebenen Umständen nicht in eine voranschreitende Gesellschaft eingegliedert werden. Nicht solange die Reichen immer mehr Sklaven einkauften und die Armen immer weniger Arbeit hatten. Und Lincoln wusste das. Alexis de Tocqueville hatte bereits 1835 in seinem Buch De la Démocratie en Amérique festgestellt, dass jene Kolonien, in denen keine Sklaven eingesetzt wurden, wirtschaftlich mehr aufblühten und bevölkerungsreicher wurden als jene Kolonien, die mit Sklaven handelten. Hinzu kommt, dass der Betrieb von Sklaven stets fortschrittshinderlich ist, denn er generiert einen zirkularen Zustand, bei dem man dazu neigt, künstlich jene Wirtschaftszweige zu fördern, die gut mit Sklaven bewältigt werden können oder wo Sklaven eingelernt sind. Im Süden Nordamerikas war es zum Beispiel die Baumwollindustrie, die häufig gegenüber anderen Sektoren bevorzugt wurde, was dazu führte, dass der Süden bezüglich der Industrialisierung weit hinter die nordöstlichen Gebiete der USA zurückgefallen war. Zwar zeigten Zahlen auch, dass im Bereich der Landwirtschaft der Süden dank der Sklaven in einem ökonomischen Vorteil war, doch glaubt jemand wirklich, dass so ein stabiles Wirtschaftssystem geschaffen werden konnte, das noch viele Jahrzehnte hielt? Sklaven versprechen stets einen kurzfristigen Wirtschaftsvorteil und sind langfristig ein Desaster für die eigene Arbeiterschicht, aber auch für die Mittelschicht. Warum war man also bereit, für die Sklaverei einen jahrelangen Krieg zu betreiben? Weil die hier geschilderten ökonomischen Nachteile natürlich ohne Bedeutung sind für den einzelnen reichen Großgrundbesitzer, der ungeheuerlich von Sklaven profitiert, da er keine herummaulenden Angestellten bezahlen muss und aufmüpfige Sklaven jederzeit züchtigen oder exekutieren darf. Die Ideologie, all die Argumente, wer denn die Neger seien und wie mit ihnen zu verfahren ist, das ist nur Geplapper, das im Auftrag dieser Ausbeuter der lokale Politiker an jene Unterschicht weitergegeben hatte, die von genau diesen Großgrundbesitzern jedes Jahr durch die Sklaverei betrogen wurde. Damit niemand auf die Idee kommt, eins und eins zusammenzurechnen und die sozioökonomische Angst gegen jene zu richten, die eigentlich schuld sind. Diese Denkweise ist nicht verschwunden, nur die offizielle Sklaverei ist es. Wenn heute eine Firma wie Kik ihre Produkte in Bangladesch, Pakistan und Indien herstellen lässt, um dann in Europa unglaubwürdig billige Kleidung zu verscherbeln, ist es kein anderes Prinzip als jener Teufelskreis, der durch jene durch Blut und Schmerz subventionierten Baumwollfelder in der amerikanischen Sklaverei entstanden war. Und statt dem Lokalpolitiker ist es die Werbeindustrie, die heute dazwischen geht und von den Fakten ablenkt. Da braucht es dann auch eine Celebrity für ein Testimonial und alles ist wieder gut. Der Sklave ist zurück auf dem Feld, das Volk fühlt sich nicht beschissen, die Ware ist angenehm billig. Yeah. Somit bin ich nicht beeindruckt, wenn heute in den USA um die Südstaatenfahne gekämpft wird und all dieses Geplapper darüber stattfindet, was für eine missverstandene Gemeinschaft der Süden sei. Nein, der Süden war eine soziale Endstation, vollkommen unnütz, unprogressiv und wirtschaftlich nicht tragbar. Doch gleichzeitig waren sie aggressiv, aufmüpfig und nicht willig, sich den Erkenntnissen der Aufklärung und des Fortschritts zu stellen. Und darum mussten sie zwingend zerschlagen werden, ohne Gnade. Wie die meisten Brustklopfer dieser Welt. Auch so hat der Prozess der Auflösung der Sklaverei und der Überwindung der Rassentrennung noch Jahrzehnte gedauert. Und ich bin nicht der Meinung, dass dieser Prozess heute endgültig abgeschlossen ist. Zumindest nicht in Regionen, die von bibelfesten, ultraprotestantischen und außerordentlich korrupten Dummköpfen regiert werden. Und es gibt ihrer nicht zu wenig. Sehen konnte man das eben am Lynchen. Heute wird geschätzt, dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den USA über 3500 Schwarze gehängt, exekutiert oder verbrannt wurden, 400 davon durch die Hand des Ku Klux Klan.
Weitere 1500 Lynchtote waren weiß, Latinos oder asiatisch. Zahlen wie diese werden zum Beispiel von der Tuskegee-Universität in Alabama ermittelt, eine der wenigen institutionellen Anlaufstellen für diese Thematik. Denn bis heute gibt es eine Menge Leute, die sich darüber freuen würden, wenn dieses finstere Kapitel der modernen Geschichte deutlich stärker in Vergessenheit geraten würde. Inklusive einer religiösen, politischen Schicht in den USA, die sich über zwei gleichzeitige Trends in den amerikanischen Schulbüchern freuen würde: weniger Texte über Sklaverei, mehr Texte über die kreationistische Schöpfung. Somit zurück zu unserem Lied. Abel Maripol hatte zumeist unter dem Pseudonym Lewis Allen publiziert. Er war auch ein wenig Musiker und setzte sich gerne hinter das Klavier. So schrieb er sein Gedicht als einen tragenden Blues-Song, der bei Gewerkschaftsveranstaltungen aufgeführt wurde. Doch bald schon wird das Lied in der Café Society, damals ein neuer Jazz- und Blues-Club in Greenwich Village in New York, aufgeführt. Und hier hört ihn die aufsteigende Jazzsängerin Billie Holiday. Die Genesis des Musikstückes verliert sich an dieser Stelle im Schatten. Lange Zeit wurde die Geschichte erzählt, Maripol hätte das Stück unmittelbar für Billie Holiday geschrieben, ja, dass sie sogar an der Komposition beteiligt war. Andere sagen, sie hätte das Lied im Café Society gehört. Abel Maripol war Schullehrer und Mitglied der American Communist Party. Er wurde jenseits dieses Stückes ein zweites Mal berühmt, als er die beiden Kinder von Julius und Ethel Rosenberg adoptiert hatte, die 1953 wegen Spionage hingerichtet wurden. Ihnen wurde vorgeworfen, die Geheimnisse der Atombombe an die Sowjetunion weitergegeben zu haben. Billie Holiday nahm die Nummer nicht ganz ohne Sorgen ins Repertoire. Dies war kein unproblematisches Lied. Es ist eine der direktesten und unverhülltesten Anklagen in Richtung der Baumwollfelder im Süden, wo die Sklaverei auf dem Papier zwar als abgeschafft galt, der alltägliche Rassismus aber bunt weiterblühte. Strange Fruit öffentlich aufzuführen, auch in New York, ist keine leichtzunehmende Sache. Vergeltung, Entführung, Brandsätze, die nachts ins Fenster geworfen werden, für eine schwarze Künstlerin, die sich dieses Stoffes angenommen hatte, konnte es gefährlich werden. Und machen wir uns nichts vor, die Worte des Liedes sind ja nicht subtil, sie sind direkt. Es ist von verbrennendem Fleisch die Rede und von verrottenden Körpern, die im Wind baumeln. Viel direkter kann eine Anklage nicht sein. Ich will mal ein wenig über diese berühmte Postkarte sprechen, die aus dem Jahr 1916 stammt und die verbrannte, gehängte Leiche von Jesse Washington zeigt, der angeblich eine weiße Frau vergewaltigt und ermordet haben soll. Jesse wurde kastriert, seine Finger wurden abgehackt und sein Körper anschließend über einem großen Lagerfeuer aufgehängt. Über 2 Stunden hatte man ihn unentwegt ins Feuer herabgelassen und immer mehr verbrannt, langsam, damit er nicht allzu schnell starb. Als Zuschauer hatten sich über 10.000 Leute eingefunden. Die Postkarte trägt eine handschriftliche Nachricht. Das hier war letzte Nacht unser Barbecue. Und am unteren Rand, euer Sohn Jim. Dieses Ereignis war ein riesiger Skandal, über den inzwischen ganze Bücher geschrieben wurden. Ich habe wohl vergessen zu erwähnen, dass sich diese Geschichte in Waco, Texas ereignet hatte. Doch das ist gar nicht so ironisch, denn die Stadt hatte seinerzeit eher als progressiv gegolten, insbesondere bezüglich der Bürgerrechte. Die Frage, ob Jesse Washington nun Lucy Fryer vergewaltigt und ermordet hatte, ist an dieser Stelle eigentlich unerheblich, denn wir müssen verstehen, dass diese Information in keinem Zusammenhang mit unserer Betrachtung eines Lynchmordes stehen darf. Doch für all jene, denen es ausgesprochen schwerfällt, diese aufgeklärte Grätsche zu meistern, nur so viel. Der deutsche Experte Manfred Berg ist der Meinung, dass die Möglichkeit, er hätte sie ermordet, erwogen werden muss, hält aber die Vergewaltigung für unwahrscheinlich. Julie Armstrong von der University of South Florida vertritt die Meinung, dass beide Anklagepunkte falsch waren. Es gab nie ein greifbares Motiv für diese Tat, außer dass Jesse auf der Farm der Fryers gearbeitet hatte und, kurz bevor die Leiche entdeckt wurde, in der Nähe des Hauses gesehen wurde. Es gab auch eine Tatwaffe, mit der er die Frau erschlagen haben soll, hervorgezaubert vom lokalen Sheriff. Doch nach heutigen kriminalistischen Maßstäben fällt der ganze Fall ziemlich auseinander. Und natürlich gab es auch den Verdacht, dass man die Sache nicht genügend aufarbeiten würde. Amerikas größte schwarze Bürgerrechtsorganisation hatte damals die berüchtigte Feministin Liz Freeman angeheuert, um in Waco auf eigene Faust zu ermitteln.
Was für eine mutige Frau. Sie gab sich als Journalistin aus und begann, die Zuschauer des Ereignisses vor Ort zu interviewen. Mit dem erstaunlichen Ergebnis, dass kaum jemand bereit war, sich zu dem Vorfall zu äußern. Eisige Kälte. 10.000 Leute sind dabei gewesen. Man fühlt sich beim Lesen dieses Berichts über ihre Ermittlungen stark an den Tonfall der Pegida gegenüber Journalisten erinnert. Tief in seinem Inneren weiß auch der dumpfeste Nazi, dass er falsch handelt. Es ist wie ein Keim in ihm, der immer da ist, und deswegen muss er sich ständig auf irgendeinem Rachefeldzug befinden gegen jene, die sich angeblich an seiner Kultur oder seinem Glauben schuldig gemacht haben. Die Feindbilder sind dabei relativ beliebig. Vorgestern waren es Schwarze, gestern waren es Juden, heute sind es Moslems, morgen werden es Russen sein, übermorgen Chinesen. Denn innehalten und nachdenken ist gefährlich. Da wird man sich dieses Keimes im eigenen Geist bewusst, der sofort zu wachsen beginnt, wenn man ihn mit Gedanken stimuliert. Und das führt nur zu einem Zustand, Scham. Und darum war es durchaus gefährlich, dieses Lied live zu spielen. Denn es gab eine Menge Kleingeister, die sich genug in Rage saufen konnten, um dann ein paar Tage später einen Anschlag auf eine schwarze Sängerin zu verüben. Unvorstellbar war das nicht. Billie Holiday hatte nach anfänglichen Bedenken den Song als Schallplatte aufgenommen. Ihre Plattenfirma Columbia traute sich an das Material jedoch nicht ran. Aber der Musikproduzent Milt Gabler machte sich dieses Zögern zunutze und nahm Billie Holiday für seine neue Firma Commodore Records unter Vertrag. Das Lied wurde ein massiver Hit. Doch nicht auf konventionellem Wege. Die Radios haben sich geweigert, das Lied zu spielen, und auch den Weg in die Jukeboxen fand eher die harmlose B-Seite der Single. Ich bin sicher, einige Stationen in den Südstaaten wollen es bis heute nicht spielen. Doch für all jene, die an die Abschaffung der Rassentrennung glaubten, wurde das Lied zu einer Hymne. So schrieb Samuel Grafton in der New York Post im Oktober 1939: Sollte die Wut der Ausgebeuteten im Süden groß genug anwachsen, eine Marseillaise haben sie hiermit. Strange Fruit wurde nicht nur ein fester Bestandteil von Billie Holidays Repertoire, das Lied wurde unzählige Male gecovert, insbesondere von Nina Simone, Diana Ross, Lou Rawls, Sting, Cassandra Wilson, Jeff Buckley, Annie Lennox und viele, viele mehr. Hast du auch eine Lieblingsversion des Lieds? Die Version von Nina Simone gilt als außerordentlich atmosphärisch. Einfach in Spotify oder in YouTube suchen. Es lohnt sich.